Wir begrüßen Herrn Professor Böhme von Böhme und Weiß Systemtechnik hier auf dem Stand der Quality Engineering. Schönen guten Tag, Herr Professor Böhme. Morgen. Industrie 4.0 ist auf der diesjährigen Control eines der Top-Themen. Wie positioniert sich Böhme und Weiß als Anbieter für CAQ-Software in dieser Diskussion und in diesem Hintergrund? Ja, wir haben im Grunde genommen auf ein derartiges Thema gewartet. Seit vielen, vielen Jahren sind wir genau mit diesem Thema befasst. Wir sind sozusagen ein Unternehmen, das sehr spät geboren wurde, seitdem nämlich schon alle anderen Komponenten wie ERP, CAD, MES auf dem Markt etabliert waren, mussten wir sozusagen in diese Systeme in Anführungszeichen eindringen. Und deshalb haben wir im Laufe der Jahre immer wieder die Anforderung gehabt, uns in diese Systeme einzuklinken. Und dazu haben wir eine Standardschnittstelle entwickelt. Das nennen wir das Connect Engine New Generation, sodass ich mit Hilfe von Standardparametrierungen in diese Software, in diese anderen Softwarepakete die Verbindung aufnehmen kann. Sie sprechen die Konnektivität an. Die Verbindung zur Fertigung ist ja eines der stärksten Schwerpunkte im Industrie 4.0-Konzept. Wie gewährleisten Sie denn diese Verbindung? Ja, diese Verbindung ist bei uns ganz eng direkt an der Fertigung, direkt an die Stückzahlen angekoppelt. Aber wir haben darüber hinaus auch noch ein zusätzliches MES-System integriert, sodass wir, dass wir dieses System aus einem Guss anbieten können, CAQ und MES. Welche Besonderheit zeichnet das Böhme und Weiß System denn aus? Dass wir uns ganz individuell in die anderen Komponenten einklinken können. Das heißt, wir bieten sozusagen Links, die von ERP-Systemen in das CAQ-System zeigen oder von einem MES-System oder auch einem CAD-System. Man muss sich das so vorstellen, ich starte einen Fertigungsauftrag und kann mich vorher noch darüber informieren, wie war die Qualität in der Vergangenheit, gab es Reklamationen oder gab es irgendwelche Fehlerschwerpunkte in der Fertigung und das so ohne meine eigentliche Software zu verlassen, bekomme ich diese Information. Das ist also eine vollständige Verbindung gemäß Industrie 4.0. Herr Professor Böhme, wir danken Ihnen für diese Stellungnahme und wünschen Ihnen noch viel Erfolg hier auf der Control 2016. Dankeschön.